Sie beweisen Rückgrat, auch wenn VW, ich muss relativieren, VW und trotzdem... Und Lenkrad auch. Auch Lenkrad auch hat, genau. Rückgrat und Lenkrad. Wow. Vielleicht aber ein Paket oder sowas. Naja, das glaube ich nicht. Doch, irgendwann kommt... Dass Leute uns hier Pakete schicken, weil die uns so geil finden und dass dann die Leute hier in der Redaktion uns alle neidisch anschauen. Irgendwann kommt Markus hier aus seinem Büro raus mit so einem fetten Paket, wo ganz groß Brennpunkt draufsteht und dann kommt irgendwie eine Stripperin raus und ein Kuchen. Das wäre geil. Bitte sendet uns eine Stripperin. Vergesst nicht die Luftlöcher, obwohl, vergesst die Luftlöcher in den Karton zu machen, dann wird es noch witziger. Also. Hallo, liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet und wir freuen uns über Pakete. Ihr könnt auch hier einfach, wenn ihr so ein großes Paket habt und der Briefkasten da ein bisschen zu klein ist, dann klingelt einfach mal bei Radio Lotte, sagt hier, dieses Fanpaket ist für Brennpunkt Internet und ich würde das hier gerne abgeben. Da machen die große Augen und große Ohren und große Nasen. Große Penisse machen die auch, wenn ich das sehe. Ich denke auch. Ja, hi Leute, wir, Brennpunkt Internet, Tino Ranacher. Und Robin Nosterafu. Hallo, wir sind's. Ihr kennt uns schon, oder? Oh, unsere Fans schalten wieder ein, das ist doch schön. Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist viel passiert. Es ist richtig viel passiert. Ich sag dir gleich, Tino, heute kommt bei mir eine richtig hohe Wertung. Ja. Du hast es vielleicht alles nicht ganz so aktiv verfolgt, weil du wieder mit deinen Schauspielerscheiße, mit deinen Harald Glöckler wieder irgendwie von einer Koksline zur nächsten gesprungen bist. Also ich kenne doch deinen Lebensstil. Ich guck's inzwischen durch die Ohren übrigens. Ja, die Nasenscheide waren schon so weggeblasen. Ich kenne nicht das Problem, ja. Ja, also diese Woche ging ganz schön viel ab und genau darüber reden wir natürlich bei Brennpunkt Internet natürlich. Mit einer vorher geschobenen Triggerwarnung, weil vielleicht sagen wir auch hier und da mal, ach, Kinderleichen, lol. Das aber, aber natürlich nur, um das in Wahrheit zu kritisieren, denn Kinderleichen sind natürlich nicht so sehr lol, außer sie haben Clowns-Kostüme an. Ja, also wenn euch das nicht passt, schaltet gefälligst ab. Tschüss. Und ich möchte kurz einsteigen und zwar, ich habe gestern einen Artikel zugeschickt bekommen. Du steigst direkt ein und sagst nicht mal, wie es dir geht. Nein, das ist der Gott, das muss eine harte Woche sein. Der Schlüssel dazu, wie es mir geht. Und zwar habe ich mich furchtbar aufgeregt. Ja. Ich war ja vor 2 Jahren oder letztes Jahr bin ich angetreten als Bürgermeisterkandidat hier in Weimar, Oberbürgermeister. Und bin nicht zugelassen worden. Schweinerei. Weil mir die Unterstützerunterschriften gefehlt haben. Was sagt Herr Kleine dazu? Gar nichts mehr, der schweigt dazu, stillschweigend. Ich hatte zwar genug Unterschriften, aber zu wenig gültige, weil viele Leute Angaben vergessen haben oder sie waren nicht wahlberechtigt, keine Ahnung. Es war ein riesiges Tuhu-Wabuhu. Mhm. Und sogar die ukrainischen Medien haben darüber berichtet. Mhm. Kein Scherz. Jedenfalls kam gestern eine Nachricht an mich. Tino, ist dir dieser Artikel mal aufgefallen? Und kurz nachdem ich abgelehnt worden bin und mir diese Unterschriften gefehlt haben, hat die damalige Chefredakteurin der Thüringer Allgemeinen, die Suse Seide, einen Kommentar verfasst über mich. Und den muss ich kurz auskramen, ganz kurz. Es ist auch nicht lang, der Artikel. Hatten über sein Bett im Bilderrahmen. Oh, ich muss den kurz auskramen. Nee. Den habe ich maximal auf dem Klo hängen, aber nicht okay. über dem Bett. Ach so, einen schlechten Artikel. Einen schlechten Artikel. Ach so, ich dachte, was Positives. Natürlich, nein. Also es fängt schon an, ja, die Überschrift... Internet, Welt und Wirklichkeit. Mhm. So fängt ihr an. Thüringer Allgemeine, 14. März 2018. Okay. Susanne Seide verteidigt eine scheinbar überholte Regel. Ich dachte mir, das hat was mit mir zu tun? Verstehe ich nicht. Ist echt ganz kurz. In Zeiten von Millionen Followern in sozialen Netzwerken scheint es überholt, dass OB-Kandidaten ohne Parteien in den Parlamenten Unterstützerunterschriften benötigen. Aber der Fall von Tino Ranacher zeigt doch auch, dass die Internetwelt nicht die Reale widerspiegelt. Während er dort 589 Freunde und 242 Abonnenten hat, die locker zum Überspringen der Hürde gereicht hätten, waren es in der Wirklichkeit für die Zulassung zu wenige. Der Rest ist egal. Ich muss sagen, es ist eine bodenlose Frechheit. Erstens stimmen diese Zahlen überhaupt nicht. Wo hatten die diese Zahlen her? Also erstens, meine Fanpage, die ich habe, hat nämlich was bei 1500. Aber mal das weggelassen. Sie hat ja von Freuden gesprochen. Vielleicht war es letztes Jahr noch so. Nee, das war von 2018. Das wüsste ich. Das war auch schon über 1000. Und meine Freunde sind gar nicht sichtbar auf Facebook für Außenstehende. Das heißt, man sieht nur die gemeinsamen Freunde. Aber diese 500 irgendwas, können das nicht sein, dass das deine Instagram-Followerinus waren letztes Jahr? Sie sprach von Facebook-Freunden. Dann ist sie einfach dumm. Das nehme ich nämlich zu. Oh, darf man das? Ich will ja keinen beleidigen. Sie sitzt nicht weit von hier, ne? Ja, stimmt, sie könnte hier rüberspucken.
Nein, dann ist sie vielleicht einfach geistig nicht ganz so weit wie ich zum Beispiel. Das ist, also, ich kann sie persönlich gut leiden. Sie hat auch schon tolle Gespräche. Ich kenne die überhaupt nicht, keine Ahnung. Ja, sie ist an sich eine nette Person, aber das finde ich unprofessionell, weil man kann meine Freundin nicht einsehen. Hm. Zweitens, die Zahl ist trotzdem falsch, auch wenn sie sich bei mir eingehackt hätte mit irgendwelchen russischen Hackern. Selbst dann stimmt die Zahl nicht. Ich habe auch irgendwas bei über 1000 Facebook-Freunden. Womit ich nicht prallen will, ist Quatsch. Man kann ganz einfach Facebook-Freunde sammeln. Aber die Zahl stimmt nicht. Die Abonnenten könnten stimmen, dass die mich abonniert haben auf einem privaten Profil. Die Zahl stimmt, aber der Rest ist völlig erstucken und erlogen. Und selbst wenn die Zahlen stimmen würden, wenn sie die richtigen rausgeholt hätte, das sagt nichts über die Fähigkeiten von mir, Unterschriften zu sammeln, weil ich nämlich, weil diese Facebook-Freunde nicht alle aus Weimar kommen, nicht wahlberechtigt sind und alle gar nicht... Die sind nämlich alle 12. Ja, und alle vielleicht mich gar nicht wählen wollen. Das heißt, es hat null Aussage. Dieser Artikel ist so konstruiert und so unprofessionell. Das muss man ja zusehen. Je mehr man dich kennt und desto mehr man mit dir befreundet ist, desto mehr weiß man, du solltest lieber nicht Bürgermeister werden. Eben, das hat sie nicht gerafft. Ja. Und das an sich ja ist schon eine Frechheit. Aber wenn ich mal zurückblicke auf die Vergangenheit von mir und ihr, sie hat mir schon öfter rezensiert in der Zeitung. Einmal hat sie geschrieben, dass ich ja das... So nach dem Tenor, ich war zu dumm, Unterschriften zu sammeln. Ich hätte die einfach mit bei meinen Freunden sammeln können. Ich hätte diese Liste nehmen müssen. Wäre auf die Straße gegangen, hätte da Freunde fragen müssen und so weiter. Gelogen, darf ich nicht. Ich muss diese Unterschriften in der Stadtverwaltung sammeln. Ich darf die nicht mitnehmen, die Liste. Da hat sie auch schon gelogen. Und jeder Weimarer weiß, in die Stadtverwaltung geht man nicht gern. Eben. Da stinkt es halt auch einfach. Ist ja auch vom Schuss irgendwie weg. Ist ja nicht mehr in der Stadtmitte irgendwie. Da hat sie schon gelogen. Und das Letzte und Dritte ist, als sie über den Tatort geschrieben hat, hier in Weimar, den Neuen, und wo ich ja mitgespielt habe, musste sie auch einen Nebensatz erwähnen, der gescheiterte OB-Kandidat, Tino Ranacher, spielt auch eine Rolle im Neuen Frech. Tatort. Das hat damit nichts zu tun. Also echt, Frau Seide, ich erwarte eine Richtigstellung in der Zeitung und ich erwarte eine große Entschuldigung und ein Porträt im Gegenzug für mich, der mich positiv darstellt. Tino Danke. Möchte von Ihnen in Zukunft nur noch mit Seidelhandschuhen angefasst werden. Richtig, nicht mehr mit den richtigen. Nein, also ja. Ich habe sie echt gerne als Person, sie ist echt nett und so. Nicht jetzt wieder dieses Relativieren, doch einfach, wie sie ist. Nein, ich muss auch sympathisch bleiben irgendwie hier. Und ich kann sie gut leiden. Ich war ja auch mal Praktikant bei ihr für ein halbes Jahr während meiner Ausbildung. Aber merkst du was? Wahrscheinlich gerade deswegen hat sie jetzt irgendwie so ein Hate gegen dich. Ach, sie mochte mich doch eigentlich immer und ich mochte sie ja auch. Na, wir wissen doch alle, wie das so in der Branche ist. Ja? In der Medienbranche. In der Medienbranche. Ach ja, mein Liebster, ich hasse dich. Ja, das kurz dazu. Also es hat mich tierisch aufgeregt, deswegen geht es mir auch furchtbar. Und ich konnte die letzte Nacht nicht schlafen. Okay, so, Tino. Wie geht's dir, Robin? Nee, Leute, vergesst alle Skandale und alle krassen Events, die gerade auf der Welt passieren. Das, was Tino gerade gesagt hat, das stellt alles in den Schatten. Also ist das, echt so. Das ist ja wohl der heftigste Shit. Ja, weil es mich betrifft. Ja. Ja, ist wirklich so. Ich kann mich reinfühlen, aber darüber hinaus war das ein oder andere diese Woche schon ganz schön groß. Für andere, ja. Mein Stuhlgang zum Beispiel. War sehr groß. Nein, die Amtsenthebung von Trump hat mich diese Woche sowas von gefesselt. Ja. Also es nicht nur diese Woche, sondern auch letzte Woche schon. Es gab ja die Anhörungen. Ich gehe auch direkt über in die Themen, weil das ist, ja, klar, das ist mein Leben, was da gerade passiert. Ja. Ohne Spaß. Gehen wir mal davon aus, dass es waren insgesamt 5 Tage, an denen Leute vernommen wurden. Ich glaube irgendwie 13 Leute insgesamt oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Und wenn wir sagen, jeder Tag war ungefähr 10 Stunden, habe ich mindestens 40 davon gesehen. An einem Tag? An einem Tag. Nein. Also an dem einen Tag ging es tatsächlich irgendwie 12 Stunden. Das ging es von um 3 nachmittags bis 3 Uhr nachts. Und ich habe alles mitverfolgt. Ich war da so fucking involviert. Ich bin so fucking investiert. Es ist der absolute Hammer. Denn ich bin der Meinung, dass das so vielleicht nicht das allergrößte Happening in unserer Zeit ist. So, wenn man vielleicht noch 9-11 und so, und Mauerfall, da habe ich noch nicht gelebt. Der US-Präsident, der seines Amtes enthoben wird. Ich habe es auch im Stream schon gesagt, das ist halt einfach so ein Scheideweg. Entweder Scheide. Grab her by the Scheide. Genau, grab her by the Scheideweg. Auf der einen Seite, Trump bleibt im Amt und du kannst in Zukunft einfach als Präsident machen, was du willst. Das ist scheißegal, es hat keine Konsequenz. Oder aber er wird tatsächlich aus dem Amt gekickt. Es gibt natürlich noch den Mittelweg, dass er einfach nur so eine kleine Warnung, man wird mal auf die Hand gehauen, so, ach, Trump, das war jetzt aber nicht so nett.
und er kann weitermachen. Mhm. Aber diese zwei großen Scheiden, die sich hier auftun, ja, mhm. in eine will ich unbedingt rein. Ja. Es ist so. Und es war so fucking spannend, diese Scheiße zu verfolgen. Im Stream haben ein, zwei Leute gesagt, ja, aber ist doch klar, dass er das gemacht hat und so. Und warum muss man sich das jetzt noch anschauen und so. Also im Endeffekt war mir auch schon vorher klar, dass er das auf jeden Fall getan hat. Aber trotzdem war es so, dass mindestens im halbstündigen Takt irgendeine neue Information da war, irgendwas mhm. Neues, was sie noch mehr belastet hat. Also es gab nicht wirklich, auch von den drei Leuten, die Republikaner, also seine Seite, in den Zeugenstand geholt haben, gab es nichts, was ihn entlastet hat im mhm. Grunde. So, und du merkst halt, also vielleicht noch kurz abgerissen, es gibt den Adam Schiff, der leitet das Ganze, das ist aber, der ist auf der demokratischen Seite, weil die ja quasi die Kläger sind. Es ist jetzt kein Gericht und die sind auch keine Anwälte, die da sitzen. Das sind Repräsentanten, also der andere Typ, Nunes oder Nunes wird da manchmal ausgesprochen, was ich komisch finde im Englischen, aber ist egal, Nunes, der ist, glaube ich, der Representative von Kalifornien und der ist Republikaner. Und die sind so die großen Gegenspieler, die gegeneinander argumentieren. Und dann haben die aber auf jeder Seite nochmal 10 Leute sitzen. Und jeder darf dann auch mal zu Wort kommen und 5 Minuten befragen und so. Und das ist so fucking spannend. Es ist so spannend. Ohne Spaß. Ja, ich habe auch den ersten Tag verfolgt. Den ersten Tag. Das ist der, den ich am wenigsten gesehen habe. Da habe ich kurz noch was nachgeschaut. Das war mit dem Taylor, soweit ich weiß. Und gestern, es ist eigentlich so viel, aber wir haben halt begrenzt Zeit, deswegen breche ich es jetzt nur kurz runter. Gestern kam dann die Fiona Hill. Das ist die arbeitet wiederum für einen anderen. Ah, es ist so fucking komplex. Da gibt's die Three Amigos, ja. Die wurden implementiert, nachdem die Botschafterin der Ukraine, Ivanovic, rausgekickt wurde, obwohl diese Ivanovic dafür stand, Integrität zu haben und dass sie sich absolut gegen Korruption einsetzt, wurde sie aus dem Amt genommen, ohne jemals eine Erklärung bekommen zu haben. Und Präsident Trump hat sie halt komplett gedisst über Twitter natürlich wieder. Auch während sie gerade Aussagen gemacht hat, hat er, während sie in dem Saal sitzt, schreibt er über Twitter, wie scheiße sie ist und bla bla bla, ne? Ich kann jetzt den Tweet nicht genau rezitieren. Und da, auch da wird halt wieder gesagt, das ist halt live Witness Tampering. Wie sagt man? Zeugeneinschüchterung oder so. Und mit sowas kann ein Präsident meiner Meinung nach nicht davonkommen. So, auf jeden Fall, die wurde rausgekickt. Dann kamen die drei Amigos, von denen haben zwei ausgesagt. Zwei haben gesagt, oh, um das eigentlich, also vielleicht, oh fuck, ich hätte ganz vorne anfangen sollen, weil manche wissen überhaupt nicht, um was es geht. Es geht um die Ukraine-Affäre, ja. Die Frage ist, hat Donald Trump den neu gewählten, diesen Comedian Zelensky aus der Ukraine, neuer Präsident, hat er ihn am Telefonat zu meinem Geburtstag, 25.07.2019, hat er ihn da angerufen und hat ihn gebeten oder gefordert für eine Gegenleistung, dass er einen Aufenthalt oder einen Besuch im Weißen Haus kriegt und oder dass er militärische Unterstützung kriegt, die sehr wichtig ist für die Ukraine, weil sie im Krieg, im tatsächlichen Krieg mit Russland ist, gegen eine Untersuchung einer ukrainischen Firma, die Burisma heißt, die aber involviert ist mit dem Sohn von Joe Biden, der womöglich beste Kandidat für 2020 ist. Also der demokratische Kandidat. So, darum geht's. Ist es passiert? Und keiner dieser Zeugen hat bestritten, dass es passiert ist im Endeffekt. Also manche haben natürlich gesagt, ich wusste es nicht oder so, aber keiner hat gesagt, das ist definitiv nicht passiert. Dann kam einer dieser drei Amigos, der hat gesagt, es gab auch ein Quid pro Quo. Das ist diese Sache, die ganze Zeit im Raum stand. Ich gebe dir das, wenn du mir das gibst. Das ist potenziell erstmal nicht schlecht in der Politik, aber wenn es einen Vorteil, einen persönlichen Vorteil für den Präsidenten hat, dann ist es Missbrauch seiner Macht. Ja. So, das ist die Sache, die im Raum steht. So, alles aufgerollt. Ich habe es jetzt wirklich ganz kurz zusammengefasst. Am Ende kam Fiona Hill. Und die hat alles einfach nur weggeownt. Das war der absolute Hammer. Ich weiß gerade gar nicht, was ihre offizielle Rolle ist. Sie ist auf jeden Fall Russland-Expertin. Die hat auch mal deutlich gesagt, dass diese falsche Narrative, dass die Ukraine irgendwie in 2016 bei den USA rumgefuscht haben soll, dass das total störend ist und dass das Russland in die Karte spielt. Denn Russland hat ja eigentlich 2016, und das haben jetzt beide Seiten, Demokraten wie Republikaner, auch zugegeben, hat, dass Russland 2016 die Wahl beeinflusst hat. So. Und Fiona Hill könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Die war so richtig eiskalt
Weißt du, da ging nichts. Ein paar kamen ins Stottern mal von den Zeugen und so. Und sie aber so, bam, bam, bam. Die hat sich die ganze Scheiße nicht gefallen lassen. Weil alles, was die Republikaner konnten, die haben nie die Fakten angesprochen. Die haben nie irgendwie hinterfragt, was gesagt wurde, sondern sind immer auf den Charakter gegangen quasi. Haben versucht, den zu denunzieren. Da gab es einen. Ich mach's zu ausufern, aber es ist super hart. So. Auf jeden Fall gestern letzte Anhörung gewesen und ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch eine Sache anhört, dann die drei letzten Zusammenfassungen von Adam Schiff, also der Demokrat, der das Ganze geleitet hat, der Chairman, ich weiß nicht mehr, wie man auf Deutsch jetzt sagt, aber der quasi den Richter. Der auf dem Stuhl sitzt. Ja. Chairman. Genau. So. Der Stuhlmann, richtig. Der dann einmal hinscheißt. Der hat die letzten drei Tage, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Guckt euch davon einfach nur das Endplädoyer von Adam Schiff an. Alter, ich habe so Gänsehaut jedes Mal bekommen. Ist so fucking gut. Ja. Und selbst ich, das ist totaler Schwachsinn. Das ist wirklich totaler Schwachsinn. Aber ich habe mich kurz da reinfühlen können, wie es sein muss, wenn man sich als amerikanischer Patriot sieht. Und jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen, nicht wie jetzt ein Trump-Patriot, ja, alle Ausländer raus, scheiß Mexikaner, Kniescheiben raustreten. Nein, eine Fiona Hill kommt dann an und sagt, Amerika ist eine Nation, die nur aus Migranten besteht im Grunde. Ja. So. Und dieses Gefühl, dass alle da zusammenkommen und diesen amerikanischen Traum verfolgen, da hinkommen, weil sie, Fiona Hill hätte in Großbritannien nicht die Möglichkeiten gehabt, weil sie in Arbeiterklasse war und weil sie den Akzent schon alleine hatte. Sie wäre zum Beispiel nicht irgendwie da groß durchgestartet in der Royal Family, was weiß ich, im Parlament. Sie kommt nach Amerika, hat jetzt auch die Staatsbürgerschaft seit 2002. Und das ist im Grunde dieses amerikanische Ding, so. Einfach, genau das. Egal wo du herkommst, so, wir machen hier das Land bestmöglich und es ist egal, ob du Migrant bist oder nicht, so. Und die Republikaner wiederum, ja, ich glaube, dieser andere, dieser Militärmann und so, der hat doch Doppelmoral, der hat doch bestimmt Sympathie zur Ukraine und so, weil er halt diese Migrantenwurzel hat. Und sie hat das so geil auseinandergenommen alles. Es ist der absolute Hammer. Ich mach's jetzt wirklich kurz, weil das alles, was ich sage, ist für euch bestimmt nicht so spannend, weil ihr das nicht alles live verfolgt habt. Aber wenn man das alles gesehen hat, Alter, da wollte ich aufstehen und zur amerikanischen Hymne singen. Also halt wirklich die Schnauze richtig, die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, wenn man da mal kurz reinguckt und so 5 Minuten laufen lässt, dann ist das halt wahrscheinlich nicht weiter spannend. Aber wenn man es die ganze Zeit verfolgt, das ist der absolute Hammer. Das ist wie eine Serie, eine gute Serie. Eben, es ist fucking House of Cards in real life. Ja. Nur noch schlimmer, weil House of Cards ist ja nichts im Vergleich zu Trump. Ja. Muss man so sagen, tatsächlich. So, meine Fresse. Also wirklich, guckt euch zumindest mal ein Endplädoyer von Herrn Adam Schiff an. Finde ich richtig gut. Und er hat auch so Augen, Alter. Kennst du Reinhard Grebe? Der hat auch immer solche Augen, macht er immer. Und wenn du so einen gegenüber sitzen hast im Dings. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier Patriotismus anspreche, wirklich dieses, dass du irgendwie dein Leben, also nicht dein Leben opferst, aber dein berufliches Leben halt opferst, um das Bestmögliche für dein Land zu tun. Mhm. Was jetzt nicht heißt, Ausländern auf die Schnauze zu geben, weißt du? Es ist die Frage, wie du es definierst. Ich sehe auch den amerikanischen Patriotismus anders als den deutschen Patriotismus. Ja. Wenn die Amerikaner sagen, wir sind ein Land von Migranten, wir sind ein Land, das tolerant sein will, wo jeder alles werden kann, egal ob Moslem, Christ, Jude, Deutscher, Franzose, ist egal, du kannst alles werden. Das ist eine Sache, wo ich sagen muss, da kann man Patriotismus tatsächlich mal als etwas Positives konjunktieren. Ja. Aber deutsche Patrioten sind meistens halt nicht so. Und das kritisiere ich halt nicht. Ich kritisiere nicht den Patriotismus an sich, dass man findet, dass sein Land gut ist, sondern ich kritisiere, dass man sich erhebt über andere Staaten und dass man so ein eingeschworener Kreis sein will und man Fremde nicht reinlassen möchte. Das kritisiere ich viel mehr. Ja. Ich würde noch 2 Minuten kurz meine Highlights abbrechen. Gerne, gerne. Ich finde das mega spannend, weil ich es nicht verfolgt habe. Und danach kommen wir noch ganz andere große Themen. Es geht auch wieder um kleine Kinderbumsen und so. Keine Sorge, kommen wir gleich toll. Zu. Ja, stimmt. Ich habe auch aufstehen. Hast du auch. Ist auch auf deinem Plan, ja? Ja. Also, eine kleine Beobachtung, die ich machen musste oder machen durfte, ist super geil. Es gibt ja diesen Hammer da. Ja. Ja. Und es ist halt echt so, die machen manchmal Pause und dann geht's halt weiter. Oder am Anfang der Sitzung ist halt alles ganz tumultig, alle reden und so. Aber wirklich mit dem Hammerschlag Funkstille. Es ist so hart, da kriegst du auch Gänsehaut. Das ist der absolute Hammer. Es ist wirklich so, dass nicht, ich kenn's ja nur aus der Schule, wenn der Lehrer sagt, hey, jetzt seid mal ruhig und alle, fick dich. Aber nein, da wird dieser Hammer
gehauen und mit einer Sekunde ist auf einmal alles still. Das ist so hart. Nur ein kleines Ding. Dann wollte ich noch sagen, während auch diese vorletzte, ich glaube am vorletzten Tag war das, eine Sitzung war, also eine Befragung, hat auch wieder Donald Trump sich, der hat sich natürlich jeden Tag über Twitter gemeldet, ja, aber er wurde dann beraten, nicht so viel die Zeugen einzuschüchtern und Scheiße zu erzählen, sondern hat sich dann darauf erpicht, andere zu retweeten, damit er nicht der Böse sozusagen ist. Aber einmal hat er auf jeden Fall getweetet, dass das Human Scum ist, also menschlicher Müll, menschlicher Abschaum, was auch immer. Das hilft nicht. Und mein, ja, nee. Oh Mann. Ja, also während diese Sitzung gerade passiert, sagt er, die Demokraten, die das durchführen und die Leute, die da sitzen, sind Human Scum. Und stell dir es einfach mal vor, wenn eine Merkel sagen würde, während sie gerade belastet wird in einem Gericht, sagt die da, das ist jetzt menschlicher Abschaum, der mich da gerade irgendwie kritisiert. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Also, weil die halt wissen, was Trump für eine Person ist. Da kann sich viel mehr erlauben, als Merkel es könnte. Weil Merkel sich schon immer in Zurückhaltung geübt hat und ja. Trump halt nicht. So, dann noch zwei kleine Sachen. Die heftigste Sache eigentlich, die für mich rausgekommen ist, die irgendwie am wenigsten noch diskutiert wurde. Der Sondland, das ist der EU-Botschafter, also für die ganze EU. Der ist einer dieser drei Amigos, die halt eingesetzt wurden, bla bla bla. Und der hat in einem Restaurant in Kiew, ein öffentliches Restaurant mit einem ganz normalen Telefon an einem öffentlichen Ort auf einer Terrasse Donald Trump angerufen. Also das Weiße Haus hat sich dann durchstellen lassen und hat mit dem dann ein Telefonat geführt in aller Öffentlichkeit, das über eine wahrscheinlich nicht so wirklich sichere, also wenn es ein normales Handy war, es wurde auf jeden Fall gesagt, dass es keine sichere Leitung war so. Und hat dann da so offen geredet. Da geht es um A$AP Rocky, das finde ich ganz witzig, hast du vielleicht mitgekriegt, diesen Rapper, der irgendwie in Schweden jemanden verprügelt hat oder so. Und dann sollte er, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich finde witzig, dass A$AP Rocky, also stell dir einen Rapper vor, den du kennst. Eminem, keine Ahnung, nee, Sido. Sido, nee, wir nehmen jetzt mal Sido, ja. Ach so. Der wurde halt viermal erwähnt in dieser ganzen Verhandlung. Das heißt, er wird jetzt in die Geschichtsbücher eingehen. A$AP Rocky, der Rapper, der besprochen wurde an diesem Telefonat. Aber es ging halt auch darum, und in diesem Telefonat hat er in der Öffentlichkeit gesagt, dieser EU-Botschafter hat zu President Trump gesagt, keine Sorge, Zelensky, also der ukrainische Präsident, loves your ass, ja. Das ist ein bisschen salopp. Er wird alles tun, was du willst. Das wurde er gesagt, hat er auch nicht abgestritten. Und dann danach in dem Gespräch hat er mit Holmes, der da neben saß, gegenüber, der hat das nämlich am Telefon gehört, weil er den Hörer weghalten musste, weil Trump so laut und aggressiv gesprochen hat, hat der Sondland den Hörer weggenommen. Ja. Und somit hat man es gehört. Und zudem hat er dann gesagt, der Präsident doesn't give a shit, das durften die halt immer nicht sagen, die durften keinen Shit sagen, die meinen immer blank gesagt, doesn't give a shit about Ukraine, ja, he cares about the big stuff. Und the big stuff meinte in dem Sinne die Untersuchung der Bidens, so. Und das sind so harte Sachen, das zu hören, aber dass das halt in so einem öffentlichen Raum passiert, das finde ich noch viel krasser. So, aber jetzt nochmal ganz kurz abgerissen, eine kleine Sache in der Pause. Ich habe über C-SPAN zu dem Zeitpunkt geschaut und da werden dann in der Pause so Telefonhörer reingehört. Und da wurden ganz viele, die pro Trump waren, reingeholt und haben dann relativ dumme Sachen gesagt. Und einer halben Stunde oder so kam dann einer und hat gesagt, yo, the name's Monty, ich bin Monty so, ich mach's jetzt auf Deutsch. Ich bin Monty, also ich wollte nur sagen, irgendwie die ganzen Leute, die hier vorher angerufen haben, die sind echt dämlich. Impeach the fucker. Go, Boys. Ja. So, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Fand ich sehr witzig. Und jetzt ein allerletztes noch, was nur teilweise damit zu tun hat, Roger Stone, der früher Politikberater war, der wurde sehr krass kritisiert in diesem Mueller-Bericht oder Mueller, Robert Mueller, der FBI-Chef, der hat ja diesen Bericht gemacht, diesen ganz langen, da hat er Roger Stone mit 7 Punkten kritisiert oder was heißt angeklagt, sage ich jetzt einfach mal. Und in allen 7 Punkten wurde jetzt von einem Gericht gesagt, das stimmt und er ist jetzt dafür verurteilt worden. Und um mal den Unterschied zu zeigen, weil Fox News ist ja immer so das Sprachrohr von Trump, ja, aber Fox News ist, die sagen alle, was er will. Diese Story, dass der Politikberater des Weißen Hauses von Trump und so, dass der jetzt in allen 7 Punkten verurteilt wurde, war auf Seite 2 von Washington Times, bei CNN auf Seite 1, NPR auf Seite 1, WSJ auf Seite 2, bei Reuters, gucke ich auch ganz gerne mal rein, auf Seite 1 und bei Fox News war es auf Seite 11. So, das sind halt so Sachen,
wo du ein bisschen merkst, okay, vielleicht es ist, schon ist spannend, Fox ne? News ein bisschen biased. Ja, das sind also die beiden großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, so ihre eigenen Fernsehsender haben, ihre eigenen ja. Mediengruppen. Sollte ja. es ja auch geben, so FDP-TV und so. Ja, und also ich habe jetzt auch überlegt, irgendwie, wenn RTL jetzt zum Beispiel alles übelst in den Himmel loben würde, was Merkel machen würde. Ja. So. Aber Merkel ist ja, seit sie, ob das Volker Pispers ist oder heute auch noch heute Show, die ist ja, seit sie im Amt ist, wird sie nur kritisiert. Natürlich. Also es gibt jetzt keinen Sender, wo man sagt, alles, was Merkel macht, geil. Das macht ja auch so albern, wenn der Vorwurf kommt, wir leben in einer Merkel-Diktatur und wir würden ja sie nur positiv darstellen. Im Gegenteil, man muss nur sich die letzten 10, 12 Spiegelcover angucken, ja. wo es immer heißt, Merkel amtsmüde, hier hat sie wieder versagt und so. Alles Unsinn. Ich bin erstmal durch mit dem Thema, Tino. Das ist mir aufgefallen, es kommen noch mindestens zwei andere Riesenthemen, also freut euch. Das heißt auch Impeachment, ne? Ja. Wie Pfirsich. Wie ein Pfirsich und wie auch Trump so ein bisschen aussieht. Also ja. Ich finde das sehr, sehr passend für ihn. Nur nicht ganz so haarig im Gesicht. Genau. Aber ja. Das kurz stimmt. Als billigen Gag. Kann Trump einen Bart wachsen lassen? Meinst du, der kann das nicht? Es kommt immer dieses Bild, das du mir geschickt so hast, wo er Glatze hatte und so ein Bart, wo er richtig gut aussah. Ja. Also vergleichsweise zumindest. Naja, puh. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch bei zu einem nächsten schweren Thema kommen oder ob wir ganz kurz was Leichtes machen. Ja, komm, gib mir was Leichtes. Was Leichtes. Kennst du diesen YouTuber, diesen, wie heißt denn der, John Sudano? Der, nie gehört, aber ja. Das ist ein ganz, ganz dicker, der immer mit so einem Kamerawinkel von unten quasi immer Songcover macht, aber immer All-Star singt von Smash Mouth. Ah, doch. Zu jedem Song irgendwie. Ja, da war ja, Smash Mouth, Teen Spirit und so. Hab ich mal gesehen. Er ist übelst bekannt geworden damit, weil dieser Text von All-Star zu allem passt irgendwie. Ja. Und ich habe mal wieder auf seinen Kanal geschaut. Und er ist tot. Nee, und er macht jetzt, nee, schlimmer, er macht jetzt so Schlagzeugcover. Und ich dachte, geil, er wird jetzt richtig schlecht Schlagzeug spielen oder wird das Schlagzeug von All-Star spielen zu fremden Songs, irgendwie was Verrücktes, aber er spielt richtig gut Schlagzeug. Das hättest du ihm nicht zugetraut, weil er dick ist, oder was? Nein, aber weil er halt immer so Quatsch gemacht hat, weißt du? Er singt irgendwie so halb schief All-Star und macht halt so Quatsch-Content mit Absicht und war lustig. Jetzt macht er auf einmal so seriöse Trump-Cover. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Dass er richtig Drums spielen kann. Er hat von My Chemical Romance Helena gespielt und aber richtig gut. Ach, deswegen bist du gekommen, My Chemical Romance. Ja. Ich bin sehr gespannt, wenn die zurückkehren, weil der Gerard Way ja auch Gewichtsprobleme hat und sehr dick ist derzeit. Hm. Ob er auch so auftreten wird oder ob er bis dahin wieder abnimmt. Ja, also ich habe auch, weil ich gerade auch über leichte Themen nachgeschaut habe und ich habe auch extra nochmal Herr Newstime jetzt eingeloggt, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber so YouTube-relevante, weißt du, so Larifari-Scheiß-Themen sind diese Woche gar nicht so viele gewesen. Aber es gab noch, wir müssen noch Abschied nehmen vom großen Walter Freibald. Okay, ist der gestorben? Sagt er nichts, ne? Ja, doch, sag mir was, aber ist der gestorben? Der ist verstorben, aber schon am Samstag, glaube ich. Der hatte als ganz kurz angekündigt, also kurz vorher. Also ich hätte den jetzt als CDU-Politiker. Wer ist denn Walter Freibald? Nee, der ist Fernsehmoderator. Der war bei Der Preis ist heiß, war der Ansager. Okay, keine Ahnung. Und war dann so im Teleshopping und er war dafür bekannt, dass er immer so Gags eingebaut hat. Hat zum Beispiel, als er so ein Gerät ausprobiert hat. Oh, Alter, der sieht aus wie die Hexe. Alter, war der im Dschungelcamp? War im Dschungelcamp, da ist er wieder richtig berühmt geworden. Also so stelle ich mir die Hexe bei Hänsel und Gretel vor, wie der hier im Dschungelcamp aussieht. Das ist ja fürchterlich. Gott hab ihn selig. Hier, Alter, guck dich das mal an. Ja, ich weiß. Fürchterlich. Und er hat so ein Trainingsgerät ausprobiert, wo du halt so wackelst, weißt du, und sich so festhältst, wo dein Körper so durchgeschakert wird. Ja. Und dann hat er halt seine Hose, sein Gürtel locker gemacht, damit seine Hose runterrutscht. Er hat halt für so kleine TV-Skandelchen absichtlich gesorgt, um die Menschen zu unterhalten. Er gilt auch so ein bisschen als, wie sagt man, informed fatal, so ein bisschen. Also er gilt als sehr schwierig. Okay. Hinter den Kameras als cholerisch. Aber er war jetzt zuletzt bei Worldwide Wohnzimmer immer so im Team dabei, hat da irgendwelche Drehs mitgemacht, mitkommentiert und galt als sehr sympathisch jetzt am Ende. Und hat halt vor einer Woche einen Tweet verfasst, dass er Krebs hat, dass er sterben wird und dass er seine Familie liebt. So kurzfristig dann schon. Und ist er nach wenigen Tagen schon gestorben. Er hat noch irgendwie lang getwittert, um den Aasgeiern von RTL und Bild vorzukommen, irgendwie, dass er keine Interviews gibt, dass sie keine Aasgeier sein sollen, dass er einfach seine Ruhe haben will. Dann ist er halt gestorben und dann gab es sofort natürlich auch von Bild und RTL ganz große Trauerbekundungen, obwohl er sich sehr kritisch ihnen gegenüber geäußert hat. Okay. Walter Freibald, ein echtes Original, ich finde ihn als Zuschauer, finde ich ihn sehr spannend und sehr unterhaltsam
Und es ist sehr schade, dass er tot ist. Okay, ja. Also ich habe da überhaupt keinen Bezugspunkt. Wenn das für mich ein wichtigeres Thema wäre, hätte ich aber die passende Überschrift für unseren diesjährigen Podcast Walter macht Freiwald. Ja. In Anlehnung an Arbeit macht frei vielleicht auch ein bisschen. Ja. da kommt er kurz ins Zucken, der Tino. Aber passt gut, nur weil du ihn dann jetzt nicht so gut kennst. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, die werden draufklicken, wenn die Walter Freiwald lesen. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Selbst bei Thomas Gottschalk. Gebt ein Like, wenn ihr Walter Freiwald kennt. Ja. Und ihn vermisst. Kommentiert überhaupt ganz viel. Ja. Da freue ich mich immer. Also es kam auch ein ausführlicher Kommentar über diese Holocaust-Sache letzte Woche. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich hab's Wieso? Naja, weil er so das krasse Verbrechen in Anführungsstrichen gesetzt hat. Ach so, ja, Ich dachte erst, er will das verharmlosen, aber nein. Wollte er gar das nicht. Das war ein Punkt, den wir wirklich einfach nicht besprochen hatten. Hm. Und der in vielen Sachen auch nochmal einen Unterschied. Wir können es ja eigentlich mit einem Thema verbinden. Der Gründer von Extinction Rebellion wurde diese Woche kritisiert, ja, genau. Weil er den Holocaust relativiert oder nicht geleugnet, sondern relativiert hat. Ja, es war nur irgendein Scheiß in der Geschichte und genau. Nicht so wichtig. Und da passt der Kommentar ganz gut dazu. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr Kommentare schreibt, liebe Leute. Geht auf unser YouTube-Video und hinterlasst euch uns was Schönes. Auch und eure Meinung bitte. Natürlich auch ein Like da lassen. Genau, wie fandet ihr denn den Holocaust? 1 von 10 oder? Euer Feedback bitte an uns. 1 out of 10 would not recommend, would not try again. Einmal rein. Ja, und er hat gesagt, der große Unterschied ist natürlich, dass der Holocaust so industriell durchgeführt wurde, so organisiert. Und da kann man natürlich sagen, das stimmt. So. Das klingt jetzt wie ein Satz wie aber. Ist es nicht, weiter geht's. Nein, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man bei dieser Uiguren-Sache das vielleicht auch sagen könnte, weil die ja auch in so Lager gesteckt werden. Kommen wir gleich zu Hongkong. Ich würde davor noch ein bisschen was Witzigeres einschieben, nämlich Sex mit 17-Jährigen. Prinz Andrew. Ach so, ja. Der hat nämlich diese Woche, und das war die zweite richtig heftige Sache diese Woche für mich und eigentlich auch für die Welt, für, nicht Amerika, für, wie heißt das andere englische Land da? England. Ah ja. Das gibt's noch, ja? Das gibt's noch, ja. Krass. Aber vielleicht nicht mehr lange, denn Prinz Andrew ist bei BBC im Interview gewesen, bei der Emily Maitlis. Und das ist ein sehr besonderes Interview. Sie sagt auch selbst im Interview, es wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren, dass sowas vorkommt. Und die Idee bei dem Interview war, dass Prinz Andrew seine vermeintliche Verstrickung in den Pedo- und Sex-Trafficker-Ring von Epstein, Achtung, ich muss kotzen, dass er darin verstrickt war und auch die unter anderem 17-jährige Virginia Roberts dreimal so richtig sich über den Schwanzen gezogen haben soll. Und er wollte damit quasi reinen Tisch machen, aber es ist exakt das Gegenteil passiert. Denn ich kann dir das nur sehr empfehlen, dieses Interview zu schauen. 50 Minuten purste Unterhaltung, denn du siehst, wie Prinz Andrew sein ganzes Leben lang wahrscheinlich nicht in der Not war, lügen zu müssen oder so, denn er kann das nicht so gut. Hm. Wenn man halt lieber, meinst du? Ja, also erstens verpasst er jede Form von, ich sag jetzt mal, dass das total schlecht ist, was mit diesen Mädels da passiert ist. Ich bereue meine Freundschaft mit dem, wobei ich da würde ich auch noch mitgehen zu sagen, wenn er nichts Negatives mitbekommen haben sollte, finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn er die Freundschaft an sich nicht bereut oder wenn er es nicht aktiv unterstützt hat. Dann kann er ja wirklich nichts dafür. Wenn wir das mal annehmen, so, dann fände ich das auch nicht schlimm, wenn er nicht sagt, mir tut das leid, dass ich mit dem befreundet war. Ich würde mich jetzt auch nicht entschuldigen, wenn irgendjemand, mit dem ich ewig befreundet war, auf einmal jemanden umbringt oder so. Wenn ich da nicht aktiv was gemacht habe oder das unterstützt oder verheimlicht oder so, what happens, kann ich nichts dafür, so. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie der serbische Synchronsprecher von Ash Ketchum. Genau. Der echt nett war. Ja. Echt nett. Und er hat so viele Fragen sehr, sehr eigenartig beantwortet und sich dann irgendwie in so Konstrukte verstrickt. Und dann hat er gesagt, oh, ich bin zu Epstein geflogen, um ihm zu sagen, dass ich nicht mehr bei ihm sein kann oder dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbringen können. Während er das sagt, verbringt er aber 4 Tage bei ihm. Nur solche Geschichten. Wenn die letzten 4 Tage nochmal richtig durchbumsen. Ja, nochmal richtig Gönnistan. Ja. Nur solche Sachen. Und deswegen gibt es jetzt auch die ein oder andere Folge davon. Seine ganzen Sponsoren sind irgendwie abgesprungen. Und gestern kam die Meldung, er tritt von allen öffentlichen Ämtern zurück. Oh. Denn stell dir mal vor, wenn das jetzt irgendwann noch mal rauskommen sollte, dass das alles bestätigt ist, dass er sich die 17-Jährige wirklich dreimal aufgefädelt hat, gegen ihren Willen mehr oder weniger. Mhm. So.
Und dass er vielleicht da doch ein bisschen mehr in dieser ganzen Epstein-Sache drin war und vielleicht genau gewusst hatte, oh, da wartet mich schönes Fleisch, wenn ich schön auf die Virgin Islands fliege. Und dann kommt das raus und er ist der zweite Sohn der Queen, ja. Und also England ist gerade eh nicht so geil dabei, weil. Vielleicht waren sie auch dabei. Vielleicht, ja. Vielleicht sind wir im Begriff, England an den Brexit zu verlieren und vielleicht ist England im Begriff, alles zu verlieren, wenn das die Royal Family so auseinanderbricht. Das ist ja schon so ein bisschen nicht so gut. Wäre England. Das so schlimm? Brauchen wir noch Monarchen? Wir brauchen es an sich nicht, aber England ist ja schon stolz auf den ganzen Scheiß. Ach, die. Dumm. Wer braucht die denn? Zwei Wörter. Dumm. Einfach fluten, diese Insel. Oder einbetonieren und so einen Parkplatz machen. Keine Ahnung, ich finde das. Wir brauchen Großbritannien nicht mehr. Naja, Großbritannien ist es aber auch ohne. Schottland und Irland, die finde ich noch okay. Und Wales, vergisst immer jeder, aber Wales kann von mir aus mitverrecken. Wofür denn Schottland? Was haben die denn haben Tolles? Und die haben so diese nervige Musik. Eben. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall, Prince Andrew, ich empfehle dir das Interview sehr. Ja, sehr gerne. Großartig. Es ist halt wirklich, du merkst auch an seiner ganzen Mimik, an seiner Gestik, dass er irgendwie, er kann einfach nicht lügen. Also er lügt halt, aber super schlecht. Großartig. Da empfehle ich auch den Song von Andrea Berg. Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Fuck, es sind noch viel mehr große Themen, Tino. Ja, ich weiß, Julian Assange haben wir auch noch, dass jetzt seine Anklage fallen gelassen worden ist wegen der Vergewaltigung. Und er ist ja aktuell in Haft irgendwie. Die Anklage wurde fallen gelassen wegen der Vergewaltigung. Er hat den Richter vergewaltigt. Richtig. Und dann hat er gesagt, okay. Das war der Deal. Okay, dann doch nicht. Dann lasse ich deine Anklage fallen. Aber es kann trotzdem sein, dass er jetzt ausgeliefert wird in die USA und dann warten auf ihn 175 Jahre Gefängnis. Das wird sehr lange dauern. Schafft er. Ja. Muss halt hier so ein paar Striche an die Wand machen. Und am Ende der Sitzung ist die Wand neu gestrichen. Auslieferung, das habe ich noch vergessen zu sagen, denn das FBI könnte, also Prinz Andrew wird gerade empfohlen, nicht in die USA zurückzukehren, weil es sein könnte, dass er nicht zurückkommt, weil das FBI ihn dann festhält. Ja, ja. Und deswegen ist das cool. Also nur Gefängnisstrafen hier und alle müssen irgendwie Sachen bereuen, ob Freundschaften oder Vergewaltigungen. Diese Woche, ey. Ich sagte, das eine in Amerika hat übelst harte Konsequenzen. Diese Prinz Andrew-Sache, also dieses Deutsch, was da immer, Prinz Andrew. Prinz Andreas. Das könnte halt, Prinz Andreas, das könnte halt wirklich krasse Folgen für England haben, neben Brexit und so weiter. Und was krasse Folgen für die Gamer-Szene haben könnte, ist Half-Life Alyx. Was ist Half-Life? Das halbe Leben. Ja, stimmt. Na, da hast du so eine Figur wahrscheinlich, die hat nur den Oberkörper noch und muss quasi mit diesem mit Armen sich fortbewegen und muss Missionen erfüllen, wie Drogennoten zusammenschlagen. Half-Life und dann Missionen erfüllen. Und am Ende muss er sich entscheiden, ob er Trevor umbringt oder ob er ihn nicht umbringen will und dann kriegen die alle einen Preis. Dieses Format muss dringend beibehalten werden. Half-Life ist ein Spiel, ich glaube, ursprünglich kam es 1999 raus, das erste Half-Life. Revolutionärer Shooter. Auf dem basiert Counter-Strike. Ah, ein Shooter. Counter-Strike ist eine Mod von Half-Life. So. Die Mutter quasi. Ja. Ja. Nein, die Tochter eigentlich. Half-Life 2, 2004. Ja. Dann kamen noch so Episoden. Also 2007 ist das allerletzte von Half-Life 2 quasi gesehen worden. Half-Life 2, Episode 2 kam 2007 raus. Diese Spiele sind bis heute noch super geil. Die haben diese Gravity Gun, hast du bestimmt mal gesehen. Dass man da so Gegenstände ranziehen kann, ja, wegschießen. Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen. So ein Brecheisen ist die Standardwaffe und so. Revolutionärer Ego-Shooter, auf jeden Fall in meiner Top-10-Liste, vielleicht sogar Top 5 aller Spiele aller Zeiten. Richtig gut, weil es halt auch so das eine oder andere Physikrätsel für 2004 ist der absolute Hammer. Es sieht auch heute noch gut aus. Aber der ewige Running Gag, weil Half-Life war das Flaggschiff von Valve. Und das ist, das sind die Leute, die Steam machen. So, ja. Und weil Steam so erfolgreich geworden ist, haben die dann aufgehört, Spiele zu machen. Die haben unter anderem auch Portal 1 und Portal 2 gemacht. Hm. Team Fortress 1, Team Fortress 2. Half-Life 1, Half-Life 2. All diese Spiele. Und das ewige Meme seit über 12 Jahren ist, sie können keinen dritten machen. Hm. Es gibt keinen dritten Teil. Aber jetzt kommt der. Jetzt kommt ein neues Half-Life. Es ist nicht Half-Life 3. Es ist Half-Life Alyx. Alyx wiederum ist eine Person, die in dem Spiel vorkommt. Ein Mädel. Und es ist ein VR-Titel.
Da haben natürlich Reality. Danke, Tino. Virtuelle Realität für unsere deutschen Zuhörer. Und da sind natürlich jetzt viele so vorsichtig, aber der Trailer kam gestern und es sieht fucking awesome aus. Du musst halt so eine Brille aufsetzen dafür, für alle Rentner, die das gerade nicht verstehen, Virtual Reality. Du setzt eine Brille auf und bist dann drin. Aber es sieht wirklich aus, bis jetzt, wie das erste Spiel, was diese Peripherie wirklich ordentlich nutzen wird. Also der Hype ist groß, auch wenn es nicht Half-Life 3 ist. Und das Internet ist fucking implodiert, Tino. Es ist trotzdem. Du hast es nicht mitbekommen, weil das nichts mit deinen Theaterfuzzis zu tun hat, in deiner Sphäre da. Aber das fucking Internet ist explodiert. Half-Life 3-Alex. Wahnsinn. Wirst du es dir auch zulegen? Ich habe halt nicht so eine Brille. Ich würde es ultra gerne zocken. Kannst meine haben. Vielleicht kann ich mir so ein Ding leihen. Ich weiß auch nicht, ob man das einfach so an den PC anschließt und da funktioniert alles, ob man da noch zusätzlich irgendwas braucht oder so. Aber wenn es mir möglich ist, das zu zocken, werde ich es auf jeden Fall auch tun. Und der Trailer geht auch nur 1,5 Minuten. Schaut ihn euch gerne an. Also selbst wenn man keine Ahnung von Half-Life hat. Es sieht schon ganz geil aus. Mhm. Es sieht schon wirklich, also du siehst auch deine Hände dann im Spiel so. Und es ist halt ein Ego-Shooter, ne? Musst aber auch da wieder so kleine Rätsel lösen. Aber wie läufst du da eigentlich, wenn du dann... Weil das weiß ich nicht. Vielleicht stehst ja in deinem Zimmer, hast ja nicht so viel Controller, Auslauf. Vielleicht mit irgendwie Kopfbewegung oder sowas, ich weiß es nicht. Dass du immer so nicken musst. Ja, tschüss. Ich hatte einen Klassenkamerad, der hat früher immer so genickt beim Laufen. Hatten wir auch, Alter, pass mal auf, wir hatten Messerjocke. Messerjocke, das ist so ein Nazi aus Erlingsdorf, hat mein Bruder mal mit einem Messer bedroht, deswegen Messerjocke. Messerjocke ist eigentlich einer von Pippi Langstrumpf. Und der hatte auch immer so einen Tick, dass der im Schlaf so genickt hat, ganz schnell. Mhm. Und da hatten wir dann, ganz viel später hat dann mal einer aus einem Jugendtreff, der war damals 30 und so, der hat mir erzählt, dass die dem damals einen Backstein im Schlaf unter den Kopf gelegt haben und er hat den bis morgen zerkloppt. deswegen ist er auch Nazi geworden. Wahrscheinlich, also das ist ja... Es werden, muss man sagen, wie es ist, es werden teilweise sehr arme Würstchen zu Nazis, siehe Björn Höcke. Bernd, aber, ja. Aber ich muss auch sagen, in meiner Dorf, das habe ich schon mal erzählt, bestimmt in meiner Dorfjugend, wir waren so in der Altersklasse, waren wir so um die 10 Leute und es gab genau einen, das soll ich eigentlich nicht erzählen, aber einen, der so ein bisschen weniger schlau war als die anderen, ja. Der so dann, wie die Seidel. Genau. Nein, nicht wie Frau Seide. Aber, Seide oder Seide? Seide. Ach so. Susanne Seide. Sag's nochmal genau, genau, wer jetzt gerade irgendwie nicht so klug ist. Ja, und jedenfalls, er ist auch sitzen geblieben und hatte auch ein bisschen andere Schwierigkeiten. Er war der Einzige, der noch rechtsradikal wurde irgendwie. Okay, komisch. Das kann kein Zufall sein, finde ich jetzt zumindest. Die Menschheit, also wir als Menschen, wir sind halt ein fucking, wir sind alle Nazis. Ein Stammeswesen, so, weißt du, wir brauchen irgendwie Zugehörigkeit. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das immer ein bisschen immer schwieriger. Guck mal, jetzt hier, keiner mehr geht in die Stadt, um was zu kaufen. Alle sitzen zu Hause bei Amazon, haben so ihr Ding für sich, weißt du? Und ja, du brauchst halt diese Sozialisierung irgendwie als Mensch. Und wenn das du haben keine, wir doch auch. Trotzdem ja, sind nee, keine also Nazis. Ein Gefühl von Zugehörigkeit irgendwie. Das und haben wir doch auch. Wenn dann jemand sagt, ey, kommt doch mal her, ne, wir kloppen zusammen Ausländer zusammen. Und das weiß ich ja alles, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich das zu holen. Natürlich. Ja, durch normale Freunde, die halt keine Ausländer zusammenschlagen oder ich weiß es nicht. Naja. Aber es gibt noch eine lustige Sache bezüglich Nazis. Und zwar, hast du das mitbekommen, VW gegen AfD? Nee, gar nicht. Volkswagen, ich war nur in Amerika diese Woche. Ja, macht nichts. Volkswagen hatte auch so eine kritische Vergangenheit mit den Nazis. Ja, die haben auch für Hitler so Autos gebaut und so. Ach. Genau. Und wer hat das nicht gemacht früher? Ja, wollte ich gerade sagen. Also Hitler hat bestimmt auch von irgendjemandem Milch getrunken oder so. Ich denke auch. Von Nazi-Kühen. Ja. Die hatten so Hakenkreuzflecken auf ihrem Fell. Jedenfalls will die AfD endlich einen Parteitag veranstalten. Die sind ja aus allen möglichen Lokalitäten rausgeflogen. Vorher durften die ihren Parteitag nicht machen. Voll schade. Jetzt haben sie die VW-Halle in Braunschweig bekommen. Mhm, Braun. In Braunschweig. Das ist auch alles Zufall. Mhm. Und da kann VW nichts machen dagegen, weil die ja nur Sponsoren der Halle sind. Und die haben jetzt veranlasst, dass ihr Logo abgehangen wird, während der Parteitag ist. Das heißt, die Halle wird dann nicht so heißen, VW-Halle Braunschweig, sondern einfach AfD-Halle Braunschweig. Wird eine Halle in Braunschweig sein. Ach so. Und hat Halle? Halle. Aha. Nee, viel lustiger. Ich hab so ein Bild gesehen, wo die das so zugehangen haben, dass nur da steht alle braun. Ah. Wegen
VW-Halle, Volkswagen-Halle. Aber war das bearbeitet, das Bild, oder weiß war das nicht, tatsächlich aber ich glaube, die werden alles abdecken einfach. Und da hat Meuthen schon gesagt, es wird Konsequenzen haben und viele AfD-Sympathisanten werden VW jetzt boykottieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja viel mehr Nicht-AfD-Wähler als AfD-Wähler. Und gerade wird VW so krass gefeiert von den Nicht-AfD-Wählern, dass es sich ausgleicht. Mhm. Und ich finde es witzig, dass gerade Volkswagen, ja, der deutsche Marke, dass die sich halt gegen die AfD stellen. Finde ich sehr witzig und sie beweisen Rückgrat. Auch wenn VW, ich muss relativieren, VW und trotzdem... Und Lenkrad auch. Auch Lenkrad auch hat, genau. Rückgrat und Lenkrad, ja. Oh Mann. Ja, ein Märtyrer für die Gesellschaft. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, ich muss relativieren, trotzdem ist VW kein lupenreiner Konzern. Ja, die wollen auch dann irgendwie ihre Standorte da in der Türkei bauen und Billigarbeiter und solche Geschichten und Abgasskandal, wissen wir ja alles. Aber das finde ich gut. Also da kriegen sie ein Bienchen von mir. Ich würde fast vermuten, es gibt auf der Welt gar nicht so viele lupenreine Konzerne. Aber das ist schon wieder meine... Nee, gibt's nicht. Mehr dazu im neuen Brennpunkt-Hörerwunsch, wenn es um Eigentum geht. Und im nächsten Brennpunkt-Hörerwunsch geht's dann schon um Geld. Der Eigentum-Podcast, der wartet schon eine Weile. Also sorry dafür, der kommt jetzt. Zeit. Ja, ja, wir mussten halt Impeachment-Sachen hören. Und was musstest du machen? Gar nichts. Ich habe gedreht, natürlich. Ach so, ja. Hast du das Bild gesehen? Ich hab viele lustige Kommentare bekommen. Also, ich habe ein Bild gesehen, aber ich habe es gerade nicht mehr präsent. Nee, es gab einen Fernsehbeitrag über diesen Dreh. Mit einer Jacke irgendwas hat es. Naja, ich bin halt so ein Exekutionskommandeur. Da lustig. Ist schon. Jedenfalls war es ein Fernsehteam, der hat mich auch gefilmt beim Dreh. Und ich habe halt... Oder gedreht beim Film. Genau. Und ich habe halt nur in dieser einen kurzen Sequenz, als wir gerade Pause gemacht haben und mir erklärt wurde, wie ich die Waffe schießen soll, hatte ich zwei Finger im Abzug. Ach ja, genau das. Und da haben sich viele Trottel lustig gemacht. Ja, das kann jeder passieren. Weiß doch, dass da drei dran müssen. Eben. Ich habe die ganze Hand nicht reinbekommen. Die Faust so an den Trigger ran. Und da gab es viele lustige Kommentare und es ist ein schöner Beitrag geworden, wird ein lustiger Film. Es ist eh eine Satire, eine Komödie, von daher ist es auch nicht schlimm, selbst wenn es im Bild wäre, wie ich zwei Finger im Abzug halte, wie bei einer, ja. Also finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wir waren mal in so einem DDR-Gefängnis in Berlin und da hat auch einer irgendwie gesagt, wenn ihr hier was reinschmuggeln wolltet, ihr wisst, was das bedeutet, und hat auch so zwei Finger hochgehalten. Also ich glaube, das bedeutet irgendwas. An Gott glauben, ach so. Hat er gemeint. Ach so. Okay, kommen wir zum letzten großen Thema, beziehungsweise eigentlich übergreifend mehrere Themen. Hongkong. Ja. Muss nochmal angesprochen werden, aber natürlich übergreifend mache ich dann zu anderen Themen, die auch sehr relevant waren diese Woche. Also es ist eine fette Woche. Tino, da gibt keinen Weg dran vorbei. Es gibt eine richtige Wertung dafür. Eine fette, ungesunde Woche. Ja. In Hongkong gab es weiterhin die Belagerung der Uni, das haben wir auch letzte Woche schon angesprochen. Das ist so hart eskaliert, die Demonstranten sind jetzt, und da muss man vielleicht auch mal drüber reden, ab welchem Punkt ist es denn okay, sich der Staatsgewalt mit eigener Gewalt zu widersetzen? Natürlich gar nicht, Robin, wir sind alles Demokraten und in der Mitte und wir müssen auf alles hören, was uns vorgegeben wird. Also diese Sachen, die ich angesprochen habe, wenn das legit war und nicht irgendwie gestaged oder sonst was, irgendwie Leute zu erstechen wollen oder den anzuzünden, seitens der Demonstranten, solche Gewalttaten, die sind halt nicht geil. Aber sich gewalttätig gegen die Polizei zu wehren, weil die Polizei gewalttätig ist, ist vielleicht ganz okay. Muss man natürlich auch diskutieren. Ja, warte, aber Tino, muss man vielleicht auch darüber diskutieren, ob es vielleicht cleverer wäre, wenn die einfach alle, die wirklich sich dazu irgendwie zählen, ja, die dazugehörig sind zu den Demonstranten in Hongkong, wenn die sich einfach alle friedlich irgendwo auf den Boden setzen würden. Ob das vielleicht eine geilere Message wäre, als wir wehren uns jetzt mit, und ich zitiere jetzt ein paar Fotos, die ich gesehen habe, Pfeil und Bogen und Schleudern und Molotow-Cocktails, was geile Bilder gegeben hat, ja. Auch letzte Woche schon geile Belagerungsbilder. Aber man muss vielleicht drüber nachdenken, ob dieser Weg des Stillen und ich stelle mich jetzt hier hin und lass mit mir machen, was soll, aber die Kameras laufen halt so, damit es auch alle sehen, ob das vielleicht der bessere Weg wäre. Es geht nicht mehr um Messages senden, es geht einfach darum, sich zu wehren. Es geht darum, Molotow-Cocktails zu senden. Molotow-Cocktails zu. Also ich finde es ja geil trinken. Und ich finde es auch geil, dass sie so mutig sind, sich dazu widersetzen. Ich bin auch davon überzeugt, dass auch dieser Konzern, ja, die Polizei von Hongkong, nicht lupenrein ist, nach allem, was ich die letzten Monate immer wieder gesehen habe. Und wenn die halt von sich ausgehend Gewalt haben, dann muss es auch irgendwo okay sein, für den Bürger sich dagegen zu wehren. Nur politisch gesehen, das bessere Bild würde es wahrscheinlich geben, wenn die sich einfach zusammen, so weißt du, so Arm in Arm irgendwie
so eine Kette um den Campus machen, statt den mit Molotow-Cocktails und Schleudern zu verteidigen? Weiß ich nicht. Ich weiß es. Du willst Blut sehen. Aber es hat... Es sind ja alles Menschen. Ich weiß ja, dass es schwierig ist. Es hat tatsächlich was geholfen. Nach 5 Monaten hat sich jetzt der US-Senat zusammengesetzt und hat einen Human Rights Act zusammengebastelt. Da hatte ich leider jetzt nicht so die Zeit, das habe ich vorhin erst nochmal nachgelesen, aber wirklich nicht die Zeit gehabt, das nochmal genau, was das jetzt bedeutet. Aber China gefällt es auf jeden Fall gar nicht. Gibt es auch schon Meldungen dazu. Eine andere Sache, die China nicht gefallen hat, ist, also der US-Senat hat jetzt anerkannt, dass Hongkong eine besondere Stellung hat. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Lest es halt nach, mir scheißegal. Aber eine andere Sache. Die chinesische Botschaft hat Schweden gedroht, der schwedischen Regierung, dass es Konsequenzen gibt, wenn sie zu einer Preisverleihung gehen von einem chinesischen Aktivist. Also das war irgendwie, der hat jetzt ein Buch geschrieben und der ist wohl in China irgendwie aus dem Gefängnis rausgekommen und hat irgendwie sowas und sollte eine Preisverleihung haben. Und die schwedischen offiziellen Leute haben gesagt, dass sie garantiert nicht diesen Forderungen sich hingeben. Und das hat China auch ganz doll nicht gefallen. Und ich finde es geil, dass dieses kleine Kackland Schweden, na gut, so klein ist es jetzt auch wieder nicht, aber im Vergleich zu zu China ist es schon winzig, dass sie sagen, fickt euch mit euren Drohungen, wir machen hier, was wir für richtig halten. Und das finde ich sehr sweet. Das gibt einen neuen Weltkrieg, glaube ich. Vielleicht auch das, mal gucken, dann muss die Woche eine 10 werden. Aber alle streiten sich. Noch eine kleine Sache, die in Hongkong passiert ist, die haben eine Anti, wie heißt sie, die CCP heißt sie, die Chinese Communist Party. Also eine Anti-Chinese Communist Party Zeitung, die Epoch Times, also Epoche, ja, Epoch Times, die hat ihren Sitz in Hongkong und die wurde angezündet. Nicht so schön. Nee. Und ein Video, da können wir jetzt erst sehr gut den Bogen spannen. Ein Video hat die Runde gemacht, wie Hongkong-Protestierende in Züge gelagert werden, gebracht werden. Das kennen wir irgendwo her. Irgendwo, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Klingt auch so ein bisschen, als würde da industriell gerade irgendwie was getan werden, oder? So ein bisschen scheint organisiert. Scheint so, aber es kann nicht sein. Ja. Gut, also ganz, ganz viel Shit in Hongkong wieder, aber um den Bogen zu anderen Sachen zu spannen, auch im Iran ist mittlerweile harter Protest am Start. So hart, dass mittlerweile wahrscheinlich über 100 Leute gestorben sind. Denn es wurde grünes Licht gegeben, um zu sagen, hier, mach diese Proteste da, stopf den mal ins Maul, sozusagen. Über 100 Leute wird vermutet, tot zu sein. Aber da der Iran teilweise komplett offline war, um die Protestierenden im Zaum zu halten. Gibt es keine Beweise, ne? Gibt es nicht so viel Berichterstattung darüber. Und das ist schon hart, wenn du jetzt sagst, okay, hier in Deutschland, ich drücke mal einen roten Knopf, nicht nur um eine Atomrakete zu starten, sondern um das ganze Land offline zu nehmen, damit sich keiner mehr vernetzen kann. Das ist schon hart. Also. Da kann irgendwas nicht stimmen. Deswegen, aus all diesen Sachen folgere ich, dass diese Woche eine sehr hohe Zahl, wir müssen das vielleicht, ich habe jetzt so viel Gericht geschaut, wir müssen das mehr, also es ist ja nicht wirklich Gericht gewesen, was sie gemacht Einspruch. Haben. Die haben Gericht gespielt in Amerika. So, also müssen wir hier auch vielleicht mal Gericht spielen und ich muss dich jede Woche von meiner Wertung überzeugen und du mich von deiner. Und ich sage, aufgrund all dieser Sachen, die hier gerade passiert, ja, in England bricht vielleicht alles zusammen, weil Prinz Andrew seinen Schwanzen nicht von den 17-Jährigen lassen kann. In Amerika bricht vielleicht alles zusammen, weil Donald Trump einfach mal jeden beleidigen kann, machen kann, was er will und keine Konsequenzen hat. Im Iran bricht alles zusammen, weil die Regierung sagt, okay, roter Knopf, wir machen jetzt offline. Bolivien, Chile, Hongkong, überall kocht's gerade, Tino. Ja, es kocht. Es explodiert noch nicht. Wollte ich gerade sagen, es schwappt noch deswegen nicht. Deswegen kann es keine 10 sein, aber es kocht. Deswegen müssen wir dieser Woche eine sehr hohe Wertung geben. Ja, und dann der Walter Freiwald ist auch noch gestorben. Ja, genau. Und Frau Seide, ja. Die dürfen wir nicht vergessen. Wobei das ja eine News war von letztem Jahr eigentlich. Und all das, Tino. Getoppt von Half-Life 3. Oh. Wir reden hier von einer sehr hohen Zahl. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich anfügen kann, die vielleicht auch was Positives ist. Ich habe mich da nicht ganz so beschäftigt mit, aber der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, ja, der wurde jetzt auch verurteilt. Da hieß es irgendwie ewig lange, das würde niemals passieren, aber er wurde verurteilt. Bribery, was ist das? Bestechung, Betrug und Vertrauensbruch. All das. Und das ist schön. Es ist, das ist dann doch ist noch Recht gibt auf der Welt. Und Rechte vor allem. Ja, beides. Und Pflichten. Das löst sich ja auch beides so ein bisschen gegenseitig auf. Rechte und Recht.
Rechtsstaat und Rechte. Menschenrechte statt rechte Menschen. Das ist schon witzig. Die Rechten lösen den Rechtsstaat auf, aber der Rechtsstaat löst auch die Rechten auf. Das ist komisch, ne? Ja. Da kann irgendwas nicht stimmen. Okay. Ein Fehler in der Matrix. Also, Tino, was geht bei dieser vierten Woche? Wir sind kurz vorm Ende. Naja, ja, ich, ach Mann. Es ist immer so schwer zu sagen. Also auf keinen Fall eine 9 oder eine 10. Das ist noch nicht erreicht. Also für mich ist es mindestens 8,5. Ah, das ist echt hoch. Ich hätte fast 9 gesagt, aber dann kommt natürlich wieder Christchurch an. Ja. Aber obwohl, Christchurch ist ja auch nur eine Stadt. Da ist ja auch nur eine Gruppe an Menschen gestorben. Ja, das war so einer der ersten Attentäter, der seinen... Wir werden direkt abgeholt. Christchurch-Relativierung. Christchurch-Leugnung. Das war halt einer der ersten, der sein Attentat live gestreamt hat. Das war schon ein großes Ding irgendwie. Das stimmt. Aber gewissermaßen wurde auch das Attentat auf Prince Andrew in Form von einem Interview live gestreamt. Ja. Das ist ähnlich schlimm, ich weiß. Da sind ähnlich viele Leute innerlich gestorben. Kann man nur noch auf Live-Leaks sehen oder auf Reddit. Ja. Ah, na, von mir kommen 8,5. Okay. Ich will mich nicht streiten, ich bin kein Streiter. Ich kann das nicht. 8,5 Leute. 8,5 ist okay. Ich gehe da voll mit. Alter, ich geh Leute. Jetzt mit. Also für mich gefühlt war es eigentlich eine 10, weil ich noch nie so involviert war. Oder nicht involviert, sondern investiert. Ja. Es ist so hart. Ich habe halt diese Woche auch ein bisschen gezockt. Vielleicht können wir das noch anfügen. Ich habe Death Stranding gezockt. Ah, wie ist es denn nun? War es den Hype wert? Naja, es ist von hinten bis vorne einfach nur komisch. Ja. Ich habe es auch noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt kurz davor, die Story zu beenden, soweit ich weiß. Was dann wohl bedeutet, dass jetzt 6 Stunden, so von allem, was ich gehört habe, 6 Stunden hintereinander erstmal Zwischensequenzen mir anschauen muss. Hm. Das ist dann quasi die Story beenden. Sechs Stunden Abspann quasi. Ich habe ja wirklich im Vorfeld meine Erwartungen sehr runtergeschraubt. Und vielleicht bin ich deswegen auch jetzt so positiv angetan. Du warst voll gehypt. Ich war gehypt, weil es halt von Kojima ist und weil ich Metal Gear mag. Metal Gear Solid 3 übrigens beste Spiel der Welt. Jetzt habe ich es nochmal erwähnt. Dragon's Dogma auch super, super gutes Spiel. Aber ich habe dann halt schon gedacht, als ich Bilder davon gesehen habe, okay, das kann mir doch unmöglich Spaß machen. Mhm. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich aktiv Spaß habe, während ich das spiele. Ja, eher so passiv hast du Spaß. Nee, es ist mehr so ein durchgehend befriedigendes Gefühl. Aha. Es ist einfach so ein... Oh, es ist halt auch das perfekte Spiel gewesen, um nebenbei so Nebenmissionen zu machen, während ich diese Anhörungen mir anhöre. Es ist wie Sex, also, Sex manchmal, ne? Es ist irgendwie nicht so, macht keinen richtigen Spaß, aber man ist Spaß, befriedigt. Es ist okay. Es geht irgendwie. Man fühlt sich irgendwie ganz gut dabei, aber es macht keinen Spaß. Außer man kann sich zurücklehnen. Und es nervt manchmal auch. Ja. Nee, ich weiß nicht, was es ist. Also pass auf, das Spielprinzip, ganz grob zusammengefasst, ist, dass der Weg das Ziel ist. Und dass das Laufen an sich das Spiel ist. Ja. So, dass, wenn du einen Berg siehst oder auch nur einen Hügel und du siehst, okay, da sind jetzt gerade grobe Steine, dann ist es tatsächlich eine Challenge, diesen Berg hochzukommen, weil du halt diesen riesen Rucksack quasi aufhast und so einen hohen Schwerpunkt. Und das ist irgendwie so komisch. Also die Idee finde ich super geil. Und was das Befriedigende daran ist. Also wanderst du in dem Spiel irgendwie? Du wanderst. Das ist quasi ein Roadtrip, einmal quer über die USA. Roadtrips mag ich auch schon. Stimmt, das war bei The Last of Us ja auch schon so. Und haben noch 3 Minuten. Wenn du dann hinterher halt Straßen baust oder so Ziplines, wo du dran rumhängst, ja, so, ne, kennt man ja aus Rush Hour oder so, wenn man sich so dranhängt und langrutscht. Und dann hinterher diesen Weg, den du dir so erkämpft hast, innerhalb von einer Minute wieder zurückkommst, das ist so geil. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist richtig geil. Die Story hat mich bis jetzt noch nicht so 100% gepackt, aber dieses Spielgefühl, es ist das Hauptargument dafür ist, dass es so einzigartig ist, glaube also ich. Musst es gibt nicht, kein Spiel, was so ist wie dieses Spiel. Du musst dich nicht konzentrieren, wie bei einem Shooter, sondern du kannst es eher so laufen lassen und kannst nebenbei irgendeinen Podcast hören oder Impeachments hören oder welche Präsidenten, die gerade abgewählt werden sollen. Ja. Du musst es halt schon, du musst dich schon konzentrieren, wenn du den Weg langläufst. Ich bin halt ein fucking Eisberg hochgewandert, ja. Das dauert lange und so, das ist richtig geil. Und dann kannst du halt diese Konstruktion bauen und kannst diesen Eisberg immer wieder hoch und runter. Und dann machst du gar nichts mehr, wenn du an diese Zipline hängst. Dann drückst du einen Knopf, wartest 10 Sekunden, bis du beim nächsten Knotenpunkt bist von dieser Zipline, drückst wieder X. Aber es ist so geil, dass du merkst, okay, ja, jetzt habe ich mir alles erarbeitet. Ja. Und es ist auch dieses, du planst quasi, wie dieses Streckennetz da funktioniert.
Die Straßen sind vorgegeben, aber diese Ziplines kannst du halt selber legen. Und dann denkst du, okay, wenn ich das jetzt hier hinbaue, dann kann ich in die Richtung und nach da unten. Und dann kann ich die Punkte so miteinander verbinden. Und dann ist das der Wichtigste. Das ist so geil. Und das habe ich einfach in einem anderen Spiel noch nicht so erlebt. Aber man muss es halt wirklich gespielt haben. Und zum Zugucken ist es absolut nichts, meiner Meinung nach. Also kein Let's Play-taugliches Spiel. Wirklich auch nicht, finde ich. Naja, auf jeden Fall 8,5 wilde Woche.